Ich nehme schon eine Stunde auf? Okay. Wie die Zeit vergehen tut, wenn man irgendwie Spaß an irgendwelche Sachen hat, ne? Tust du dich an irgendwelchen Sachen mega langweilen oder musst einfach schlichtweg warten, dann vergeht die Zeit irgendwie so dermaßen langsam, dass man meinen könnte, man hängt schon einen halben Tag irgendwo, dabei waren es gerade mal nur 10 Minuten. Und wenn du bei irgendwelchen Sachen Spaß hast, ja, da verfliegt die Zeit so dermaßen schnell, dass du meinen könntest, ey, ich war doch gerade mal 10 Minuten dran. Nö, 10 Stunden. Dachchen, Kollege, ich hab den komischen Stein. Kann ich den hier benutzen? Warte mal. Habe ich einen an der Waffel? Hör schon wieder dieses komische Baby. Jetzt gerade höre ich es nicht. Ich hab einen Mandelstein, was mache ich damit? Tue ich den hier an der Tür benutzen? Nein, fest verschlossen. Geil, toll. Ja, hau ab mit deiner dämlichen Prank. Okay. Der Dicke da hinten hängt anscheinend irgendwie an der Türschwelle fest anscheinend. Was zum? Was mache ich mit den dämlichen Mandelsteinen? Soll ich den gar nicht hier abgeben? Ich soll doch zu einer Kathedrale gehen, der da irgendwo versteckt ist. Und das ist das einzige Ding, was irgendwie logisch irgendwie darauf passen würde. Ach, oder irgendwo oben? Das würde aber nicht passen. Wobei, das hier sieht ja auch nicht unbedingt aus wie eine Kirche, aber... Ich gehe mal nach da oben, wo die zwei Typen waren, die irgendwie die ganze Zeit nur Schwachsinn von sich gegeben haben. Also so ungefähr wie ich. Wobei, ich muss ja erstmal den Dicken hier loswerden. Was ist mit dem Typen eigentlich falsch gelaufen, dass er die Treppe da nicht hochkommt? Ich meine, das Ding sieht doch eher aus wie eine Kirche, oder nicht? Meine ich zumindest. Dann vielleicht hier? Hallo? Ja, nicht. Ich hab einen Meteoritenstein, Mandelstein oder was weiß ich für einen Scheiß. Jetzt sag mir nicht, hier komme ich nicht wirklich weiter. Scheiß drauf. Schnauze. Okay, weißt du was? Dann gucke ich mal eben ganz kurz fix nach. Irgendwo muss ich den dämlichen Stein doch abgeben oder nutzen. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier einfach wirklich in der Gegend festhänge. Oder kann ich das Ding benutzen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Kann ich das Teil benutzen? Ich könnte es verwenden. Ich gehe nochmal da runter zu dieser komischen Schale. Vielleicht muss ich es dort verwenden. Ja, klar. Die zwei dicken Beyblade-Brüder haben mich mal eben schön auseinandergenommen. Hey, kommt ihr jetzt die Türschwelle hoch? Nein, ihr springt wie Kängurus durch die Gegend. Geil! Was hat den ganzen Tag? Okay, mach mal schön weiter. Wenn du dann fertig bist, dann bist du ungefähr so schlank wie ich. Aber wahrscheinlich fünffach so stark wie jetzt. Der Typ macht wirklich einfach weiter. Gott, ist das eine schlaue KI hier! Oh Mann, ey. Kann ich das Ding hier benutzen? Wo ist das Teil? Ich kann's nicht verwenden. Why? Why? Gut, dann gucke ich mal eben nach. Bleibt der Typ da hinten stehen? Nein, der haut wieder ab. Gut, dann gucke ich mal eben fix nach. Das kann doch nicht sein, dass ich hier echt nirgendwo weiterkomme jetzt mit dem Scheißteil. Schnauze, Baby! Ich höre dich immer noch! Okay, das ist ja schon mal sehr geil. Die Seite, die ich öffnen wollte, hat sich erst geöffnet, nachdem es eine halbe Ewigkeit am Laden war und ich bereits ein Video mir angesehen habe, wo ich das Zeug benutzen soll. Und ich bin gar nicht mal falsch. Ich soll es wirklich hier benutzen. Oder, naja, nicht benutzen, sondern, naja. Der Kollege da oben muss mich mal eben schön anpacken. Ich hoffe nur, dass ich überleben tue, weil beim letzten Mal bin ich gestorben. Aber hey, wenn's alles funktioniert, dann bringt ihr mich gleich irgendwo hin. Hoffentlich. Ich lebe noch, geil. Oh, Amygdala. Oh, Amygdala. Habt Erbarmen mit dem armen Kerl. War das der Joker? Unterrichtsgebäude? Altraum, Unterrichtshörsaal, was, wie, Aber erstmal die Lampe an hier. Ja, das ist ja wirklich sehr viel Beleuchtung gerade.
Warum bin ich in einer Schule? Ich meine, Schulen sind allgemein schon ein Albtraum, aber jetzt auch noch in einem Spiel? Warum? Was liegt da unten? Was ist das? Oh hey, eine Lampe. Okay, warum bin ich jetzt in einem Unterrichtsgebäude? Mir ist übrigens aufgefallen, ich sollte vielleicht mal zu dieser einen Kathedrale wieder zurück, wo die ganzen Leute sich versammeln, damit ich gegebenenfalls schauen kann, was mit dem einen Typen da ist, den ich dorthin geschickt habe. Hallo? Was für eine Freude ist es, das Göttliche zu erblicken. Es muss ein solcher Genuss sein. Ihr steht in meiner Schuld, wisst ihr? Ihr seid beinahe eine wilde Bestie. Aber jetzt seid ihr hier und tanzt mit den Göttern. Es tut der gerade aus der Cutscene? Ich glaube ja, oder? Du siehst strange aus. Warum hast du so einen großen Kopf? Oh, ich sehe, okay, du bist anscheinend eine Spinne. Das erklärt nichts, aber das ist interessant. Sind eure Füße so langsam wie euer Verstand? Meistens. Oh, hört auf zu zittern. Wagt den Schritt. Werft euch den Wölfen vor. Zum Fraß habe ich schon längst. Warum meinst du, bin ich schon so oft gestorben? Was machst du hier die ganze Zeit rum? Welche Witze erzählst du? Wir sind alle scheiße. Genau so wie meine. Sind eure Füße. Okay, du sagst nichts Neues. Gut, ciao. Auf Nimmerwiedersehen. Muss ich da irgendwie bei den Typen rein? Geht's hier zufälligerweise irgendwo hin? Nö. Irgendwie meine ich, dass es trotzdem hier irgendwelche illusionären Wände gibt. Ich sollte vielleicht mal später mal nachgucken, ob es wirklich illusionäre Wände gibt. Weil dann habe ich vielleicht einen Grund, irgendwelche Wände grundlos anzukloppen. Kann ich nicht von der Seite öffnen, schön. Warum ist der Gang hier so lang? Hey, ich komme irgendwo rein, geil. Was ist das hier? Geil! Augensalat! Braucht keine Sau. Wer schnauft hier die ganze Zeit? Welcher Lehrer ist so breit wie ein Wal und kann sich kaum einen Meter bewegen, ohne dass er schon für 5 Stunden außer Atem ist? Hörse, hi! Sorry, ich muss gerade die Stühle hier alle kaputt machen. Wer bist du? Bist du der Schüler des Monats oder was bist du? Warum bist du so halb geschmolzen? Bin ich jetzt gerade pündlich zum Unterricht erschienen oder was ist mit dir los? Hallo? Ja, gut, ciao. Das hat jetzt zwar nicht unbedingt meine Frage beantwortet, aber okay. Hängen noch mehr von euch an der Decke? Scheint nicht so gerade. Dachchen, sind Sie der Lehrer? Sehen ziemlich tot aus, aber... Immerhin habe ich einen Schlüssel bekommen. Ist das hier nicht der Hörsaal? Ich meine, das sieht doch irgendwie aus wie eine Art Hörsaal, oder nicht? Warum bekomme ich einen Schlüssel für diesen Raum? Oder ist es irgendein komplett anderer Hörsaal? Hallo? Ich höre irgendwas herumglibbern. Ich sehe es nur noch nicht. Er ist wahrscheinlich oben. Was stand da gerade? Ich habe leider nicht drauf geachtet, ich habe einfach aufgemacht. Was? Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Wieso bin ich plötzlich bei irgendeiner Albtraumfront? Hä? Nee, ich gehe wieder zurück zur Schule. Ich bin da noch nicht fertig gewesen, glaube ich zumindest. Oh, hier ist eine Tür. Kann ich da den Schlüssel benutzen? Ja, okay, das ist also der Hörsaal. Und noch mehr Schleimer. Geil! Was sind das denn? Wieso ist das, warum sind hier so viele? Vor allem, Alter, wie die sich bewegen. Das will man nicht unbedingt gerne sehen. Nee. Ich möchte gerade eine andere Waffe. Ich weiß gerade nicht. Ich bin gerade zu blöd zum Wechseln. Warum trinkt der hinten, der Typ? Alter, rotzt mich doch hier nicht voll.
Hier, Karussell. Okay, oder halt auch nicht. Gut, Alter. Eure Arme sind aber sehr stretchfähig. Ihr habt nicht zufälligerweise ein bisschen zu viel One Piece gesehen, oder? Ja, komm. Dein High Five brauche ich nicht. Alter. Schlechtester Abschussfeier ever! Oh, okay. Wer ein Großteil der Klasse am Feiern ist und eine echt mega beschissene Abschiedsfeier da hat, tun drei immer noch nachsitzen. Oder das sind Streber, ich bin mir nicht so sicher. Allen Anschein nach lernen die, als würde ihr Leben davon abhängen. Oder die pennen einfach schlichtweg, weil der Unterricht so dermaßen scheiße langweilig ist. Das kann sehr gut möglich sein anhand daran, weil die sich nicht bewegen. Gut, dann wecke ich mal einen von denen. Habe ich jetzt gerade in allen Ernstes den Scheißstuhl da vorne getroffen? Gut, dann halt die klassische Methode. Jetzt verreck endlich! Was ist das denn? Auge von Ebritas? Ist das wichtig? Ich hab keinen Schimmer, was er sein soll. Aber es hört sich interessant an und irgendwie wichtig. Achso, ich bin jetzt auf der anderen Seite, wo ich die Tür nicht aufmachen kann. Ja, gibt's nicht hier noch mehr? Okay, hier sind noch zwei Türen. Na, was haben wir hinter dieser ollen Tür? Keine Gegner, aber eine Kiste. Mit? Na, was haben wir da drin? Hoffentlich was Tolles. Rotes Gelee? Was soll ich denn jetzt mit Marmelade? Na, geht die Tür auch auf? Finde ich jetzt hier auch Marmelade? Oder was finde ich hier? Was ist das denn für ein Raum? Okay, zwei Items schon mal. Also, hallo! Und da hat gerade... Ja, klar, kotzt mich erstmal voll mit heißer Luft. Aber... Ich habe keinen Bock, vollgeschleimt zu werden. Also echt mal. Super, und der einzige Weg geht jetzt hier nur noch zu dieser Albtraumfront. Ja gut, dann wohl ab zur Albtraumfront, wa?